So, Leute, da wären wir wieder. Ja, wir sitzen jetzt hier doof rum und können nicht viel machen. Ich habe den Speicherpunkt da entdeckt. Und hier noch ein paar Credits für die, die es nachspielen wollen oder aufspielen wollen. Wieso sage ich nachspielen? Bin ich dumm? Bitte keine Antwort darauf. Ich weiß, dass ich manchmal etwas neben der Spur bin. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl, was all das angeht und ja, öffnen. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Blut. Yay! Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache hier. Und Schadensbericht laden. Ich will. Ach oh Gott. Conan reißt dich zusammen und macht die Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Quarantäne. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Zum Teufel! Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum! Mama? Nee, nee, nee! Lass mich ran, lass mich ran, lass mich ran! Oh! Du hässliches Miststück, ey! Lass mich in Ruhe! Verpiss dich! Ja, ach nee, denkst du, ich gehe mit dem Fieder jetzt Tee trinken oder was? Bisschen behindert! Au! Geh zu, geh zu, geh zu! Mein Puls rast. Ohne Ende. Okay, das Ding hat's wohl oder übel mehr oder weniger zerlegt. Ich hasse das, keine Möglichkeit zur Verteidigung zu haben. Das ist wirklich das Abartigste, was es überhaupt gibt in solchen Spielen mit widerlichen Monstern. Cut off their lumps. Limbs, Lumps, was auch immer da stehen mag. Heißt wahrscheinlich so viel wie, da liegt eine Waffe. Ah, ich soll auch noch zielen auf Gliedmaßen. Meinst du wirklich? Auf schlagen? Denkst du wirklich, ich krieg das auf die Reihe? Überhaupt irgendwo drauf? Naja, vielleicht sollte ich mal aufmachen, anstatt die Dinger da zertreten zu wollen. Credits waren das. Währung in diesem Spiel. Und der Typ, der sieht auch nicht mehr sehr gesund aus. Und der Arm, der da zwischen seinen Beinen hängt, was man jetzt durchaus als pervers betrachten könnte. Oh Gott, ich bin so schlimm manchmal. Ups, falsch. Aha, wusste ich's doch. Credits, Credits. Das ist wunderschön, Missy. Und ich sehe es schon kommen, dass da irgendwas hinter dieser verkackten Tür lauert. Wenn ihr das hört, was ich höre. Geöffnet. Ich will gar nicht erst. Ach, verdammt! Was soll ich denn noch machen, außer drauf schießen? Stirb. Wow. Plasma-Energie. Plasma, was auch immer. Sechs Mun. Oh, ich habe mir gerade hier die ganze Munition an diesem Drecksvieh verballert. In diesem Stück Schinken. Das meinte, es müsste mich angreifen. Ach ja, nur by the way, das Spiel ist ab 18 freigegeben, aber ich denke, ich kann da eh nicht viel machen, wenn sich das Minderjährige anschauen. Da ist halt immer ein Risiko in diesem Bereich, aber die Conan muss sich auch mal unter Beweis stellen, dass sie auch unter gefährlichen Situationen auch Ruhe bewahren kann, was irgendwie dann doch nicht ganz der Wahrheit entsprechen mag. Mach die Tür auf, mein Freund. Die Türen, die brauchen doch schon ein bisschen, um aufzugehen. Und ja, hallo Isaac. Machst du die scheiß Tür erstmal endlich auf? Danke. Ich habe irgendwie... Da geht's her. Ich habe auch kein Interesse daran, da hinten herzugehen. Herzlich willkommen zur Erhöhung der Gesundheitsanzeige.
Ja, dachte ich mir schon, dass da hinten dieses leuchtende Teil an unserer Wirbelsäule, dass das unsere Lebensenergie ist. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, wo dieses Vieh uns angegriffen hat, habe ich auch schon gesehen, dass etwas runterging. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Und was haben wir da oben? Ein Lüftungsschacht. Herrlich. Herrlich! Es beruhigt mich ungemein. Hier scheint vorerst Ruhe zu sein. Wer weiß, wie lange das noch so andauern wird. Nicht lange, wie wir gerade gesehen haben. Aber die Atmosphäre ist wirklich gut. Ich habe eine Gänsehaut, wenn ich hier rumstehe. Aber lass uns erstmal anschauen, was das da überhaupt sein soll. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Ich glaub's auch nicht. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie. Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Oh, toll. Wir dürfen natürlich wieder die Scheiße ausbügeln. Wir brauchen eine Platine, um das Monorail zu reparieren. Diese sollte es ja im Wartungssektor geben. So. Defekten Waggon ersetzen. Ich würde mal spontan sagen, dass wir jetzt... Der Fall sind wir. Und für jemanden wie mich ist die Karte natürlich sehr praktisch, aber ich bin relativ zufrieden damit. Ja. Sagten Quarantäne und den ganzen Kram. Irgendwie habe ich dann doch so ein wenig das Gefühl, dass hier in der UMG Ishimura ein... Ach, da sind die! Lol. Ein Virus ausgebrochen ist, der die Menschen etwas mutieren ließ. Jo, hi, was geht? Die stehen da hinten so und warten auf den Zug und so, den wir jetzt wieder, ein Speicherpunkt, Gott sei Dank, den wir jetzt wieder in Bewegung setzen müssen. Und ja, ich drücke mich durch übermäßiges Labern jetzt davor, weiterzumachen. Wer hat das gespeichert? Das geht so schnell, ne? Das ist total Kapitel 1, Neuzugänge, Mittel. Ich spiele seit 8 Minuten? Da kann aber irgendwas nicht stimmen. Und ich speichere nochmal, diesmal besser mit Maus, weil irgendwie ist mir das... Annehmen. Ja. So, jetzt glaube ich, dass es gespeichert ist. Tut mir leid für den Dreifachspeicher. Monorail anfordern. Monorail beschädigt, bitte reparieren. Na, großartig. Hier ist mal... Nee. Ich bin etwas eingeschüchtert. Und ich denke, ich werde auch die Folge beenden, bevor wir da weitergehen, weil ich es kann mit 6 verdammten Plasmakugeln. Vielleicht sollte ich nicht auf den Kopf zielen, sondern wirklich auf die Gliedmaßen. Denn damit habe ich eben meine ganze Munition verschossen. Naja, egal. Ich will euch nicht länger nerven damit. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Der es dann heißt, Let's Play Dead Space. Bis dann!